Hallo everyone, hey, sexy people, da draußen nochmal eine Nintendo-Ladung, ich Nuschel und wir sind wieder bei Tech Legends, wo ich ein paar Sachen machen muss. Und es ist ausnahmsweise mein Tag und ihr öffnet aber träumen. Folgendes, so, das läuft alles momentan noch, ich musste zwischendurch beim Thumbnail machen, die Barrel hier schnell erweitern. Alter, was? Die Kartoffelfarm ist definitiv zu effizient. Gut, ist hier irgendwas drinnen? Kohle. Okay, ja. Denn wir müssen, ich habe irgendwie etwas gefailt. Bei meiner Idee. Nämlich, dass hier Sand bei rauskommt. Das ist ein Problem. Das heißt jetzt nicht direkt ein Problem, weil ich mir denke, den Sand leite ich einfach direkt hoch in die Logistics Pipes. Und das passt dann schon. Funktioniert auch soweit ganz gut. Problem ist halt hier, dass wir auch hier Dirt rein brauchen, denn ja, die Bäume haben irgendwie nicht immer Lust, Bäume zu sein und verbrauchen Erde ab und an mal. Das ist ungünstig. Mir fällt auch gerade auf, dass ich vielleicht... Ah ne, Sand wird hier direkt ausgefiltert. Giftige Kartoffeln waren nach da drüben. Okay, gut, das heißt, es funktioniert prinzipiell alles. Das heißt nicht so richtig alles, denn ich muss natürlich hier noch ein paar Sachen optimalisieren. Ja, es heißt optimieren. Die Farm hier läuft auch soweit ganz okay. Es hat immer noch nach wie vor einfach bloß ein Energy Condenser in einem Kasten, aber wurscht. Die Schmelzanrichtung da oben habe ich irgendwie noch für nichts benutzt, was sehr sinnvoll ist. Und wie war das jetzt? Ich muss von den Logistic Pipes ja ein bisschen umcraften. Den Fertilizer hier machen wir nicht. Also wir brauchen eine... also beziehungsweise wir brauchen zwei Supplier Pipe. Wow, man kann sogar Flüssigkeiten hier einlagern. Die geht mit Lapis Lazuli in einer Basic Logistic Pipe. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns hier mal schnell zwei Lapis raus. Aus dem System. Denn die Basic Logistic Pipes habe ich sogar noch herumliegen. Das ist ja optimal schon. So, die brauchen wir zweimal, aber das machen wir wie alles andere von den Logistic Pipes dann im EMC Transmutation Table. Ah, als nächstes müssen wir dann noch den Fertilizer in irgendetwas reinspeichern. Das ist das nächste, was wichtig ist. Kann ich das irgendwie rausdroppen? Gut. Ich würde vorschlagen, das lassen wir auch mal schnell absaugen. Gut. Die Supplier Pipe haben wir, dann brauchen wir noch eine Crafting Pipe. Eine Crafting Pipe. Die geht so. Wir brauchen Stone Gear, Redstone und eine Basic Logistic Pipe. In Stone Gear machen wir, glaube ich, so. Ja, das ist perfekt. Stone Gear, Pipe und ein Redstone. Ich weiß halt nie, wie schnell das da ist, aber hier oben ist es ja recht fix eigentlich. Redstone. Und wir haben eine Crafting Pipe. Dann sollte ich in der Zwischenzeit Höhlengeräusch noch ein paar Sachen einlagern. Die Indigo Flower zum Beispiel brauchen wir nicht. Die Red Spruce Sapling werden wir auch nie brauchen. Dann wechsle ich hier absichtlich mal kurz das hier. Denn nun brauchen wir genau ein Appetite, Okoi und zwei Sand mal zwischendurch. Wir haben jetzt hier auch 64 Fertilizer bereits drin. Das ist ganz praktisch.
Und als nächstes brauchen wir noch eine Auto-Workbench. Ich glaube, die heißt so. Genau, hier eine Auto-Workbench. Die geht auch wieder mit zwei Stone Gears. Und einer Bench. Nicht zwei? Ich meine, früher ging ja mit vier Wooden Gears und einer Workbench. Jetzt ist es ein bisschen anders. Die hat jetzt ja auch ein Inventar mittlerweile. Und jetzt wird das hier ein bisschen umgepolt. Also, wir brauchen jetzt die Logistikpipes. Nee, ich glaube, die brauche ich gar nicht. Ich brauche die da. Ah, genau, dann brauche ich noch einen Fertilizer. Fertilizer. Davon hole ich mir gleich unseren Stack, den ich noch über habe, raus. Da ist er. Geht schon recht fix. Ah, genau, dann wollen wir noch hier mal Dirt. Eigentlich auch bloß ein Stack. Das werden jetzt, denke ich mal, schon ein bisschen länger brauchen, bis der ankommt. Aber ja, ist eigentlich eh Rain. Es läuft eh einigermaßen gut eigentlich. Das heißt, ich weiß nicht, ob man mit einer. Das heißt, die Request Pipe ist eh schon am besten, aber ob man nicht mit besseren Chassis Pipes da. Bisschen aufpolieren kann noch die Geschwindigkeit, aber ich befürchte fast nicht. Gut, das. Ah, hier ist es ja. Dann ist halt jetzt noch die nächste Frage. Wo können wir am besten den Autocrafting-Raum von den Logistik-Pipes hinpacken? Das ist jetzt ein bisschen wieder hausplanerisch gemeint alles. Wir haben nämlich ein kleines Problem, sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ist das Apple? Nee, das ist. Ach, das ist. Nikolai Verschnitt. Wir haben ein kleines Problem, denn das Ding ist, wenn ich jetzt die Auto-Workbenches mit den ganzen Auto-Crafting-Rezepten, die ich noch machen werden muss, hier lokal, direkt da, wo ich gespeichert ist, habe, dann dauert es ein bisschen ewig, bis das Zeug dahin kommt, sage ich jetzt mal. Also dann. Ist es zwar schnell von den Pipes hier draußen an den Crafting Tables, aber dann dauert es von den Crafting Tables länger runter. Oder ob wir erst runtergehen, dahin, wo die Sachen auch direkt benötigen. Und dann dort es craften lassen. Wobei ich das, glaube ich, im Moment tatsächlich fast für das sinnvollere halte. So. Jetzt ist hier das nächste Ding. Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Hier kommen wir runter. An der Stelle. Genau. Das Ding ist halt, auch wenn ich das dann hier fertig habe, brauchen wir auch nichts mehr wirklich ändern. Dann sind wir hier quasi fertig. Und man sieht jetzt hier, hier ist auch schon Sand raus. Und ich will jetzt hier eigentlich. Das soweit, was ist das denn für eine Musik, bitteschön? Allein die mag ich jetzt nicht haben. Die auch nicht. Das ist schon besser. So, nach dem. Ja, genau, hier wo ich jetzt stehe, ist es eigentlich die perfekte Ganghöhe. Wobei nicht wirklich. Hier muss ich dann irgendwann wieder runter. Ist ein bisschen kompliziert alles jetzt zu handeln. Ich habe auch vergessen, dass ich hier oben noch rein muss, um die Pipes in den Transportation Table zu tun. Dann haben wir das nächste, was wir noch bauen. Eine Kartoffel. Zack, zack. Und jetzt gehen wir hier mal auf Pipe. Haben hier sogar schon Scrollbalken. Nice. Wir haben einmal die. Supplier, die brauchen wir zweimal für den Fertilizer zum Nachfüllen und einmal die Crafting. So. Und nun wird das jetzt wie folgt ablaufen. Ich muss wieder runter. Wir haben ein bisschen Dirt ja im Inventar.
Das passt. Dann kommt hier eine Supplier Pipe hin. Und hier kommt eine Supplier Pipe hin. Die konfigurieren wir gleich mal, denn hier muss rein. Ich würde sagen, wir machen Default einen Stack Dirt und 16 Fertilizer. Das gleiche machen wir hier drüben auch. Warte mal, was muss ich hier machen? Default 1 Stack Dirt und waren 16 oder 8? Ich weiß es gerade nicht. 16 waren es. Und 16 Fertilizer. Und jetzt haben wir das größere Problem, dass sich die Pipes nicht verbinden dürfen mit den Stone Pipes. Deswegen gehe ich hier eins tiefer in den Boden. Und wir müssen dann noch. Kommen wir jetzt eigentlich noch durch? Gar nicht, ne? Ist ja eh wurscht. Wir müssen hier dann eh später nie wieder lang. Von dem her passt das dann. Oh, schon. So. Sonst hat sich das ja schon mal verbunden. Hier ist ja unser altbekannter Kabelkanal. Wobei ich es irgendwie mittlerweile ziemlich panne finde, dass ich das Stromkabel so gelegt habe, dass. Warte mal, ich glaube, das baue ich schnell um. Ne, das wird umgebaut. Ist das das, was abgepumpt? Ne, das ist das Safe, wo geliefert wird, oder? Ah, schade. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den Fertilizer behalte ich aber noch im Inventar. Wegen Gründen. Sieht man dann später, warum ich das mache. Jetzt geht's hier erstmal wieder an etwas, was die ganze Angelegenheit hoffentlich sehr, sehr viel praktischer endlich macht. Mit der Lieferung von allem möglichen an Zeug. Denn ich lege jetzt das Stromkabel hier in die Mitte. Warte, die Mitte ist das hier. Ab durch die Mitte. Die Logistikpipe kommt oben drüber. Das ist jetzt natürlich wieder super fail. Ne, die Logistikpipes kommt unten drunter. Das würde am besten funktionieren. Die Logistikpipe kommt dann daher. Könnte ich unten eigentlich tatsächlich auch aus Steinen machen. Das wäre, glaube ich, nicht mal so viel schlimmer. Okay, die kann ich hier sogar schon verbinden. Das ist ja ein Traum. Oh, das ist natürlich auch blöd. Das Logistik-Pipe-System muss ja von diesem Pipe-System völlig autonom betrieben werden können. Habe ich Platz für Wooden Pipes? Ja, habe ich. Oh, perfekt. Traumhaft. Tue ich nämlich hier mal den das Absaugen schnell stoppen. Hier die Setzlinge erstmal wieder rein. Ja, das Holz hole ich natürlich gerne. Setzlinge bleiben jetzt einfach mal irgendwo. Wenigstens kann ich hier alles machen. So, Item Input. Also natürlich wäre es jetzt irgendwie. Ja, so ist das schon einigermaßen zu vertreten, dass wir dann hier quasi die Output-Line haben. Jetzt brauche ich hier aber erstmal die Pipes. So, die bleiben jetzt nämlich immer auf diesem Stockwerk. Sag jetzt mal. Und wird ein bisschen umgebaut. Also hier nach wie vor Steinpipes. Hier oben als Input für den Furnace. Der auch nach wie vor. Jetzt muss ich immer das Energiekabel nachschauen.
Das könnte nämlich, ja, das wird sehr eng. Also wir brauchen definitiv noch schnell ein paar Stromkabel, die wir wahrscheinlich auch nicht liefern können. Nein, natürlich nicht. Jetzt müssen wir oben in die Kiste gehen. Das sind leider nur Diamond-Kabel. Haben wir nicht noch irgendwo die Dinger in Gold? Ja, stackweise haben wir die noch in Gold. Hi, klar. Wir sind einfach zu rich. Bros. Und Girls. So, die Potatoes sind hier natürlich nach wie vor drinnen. Oh, wait. Schmeißen wir ihn schnell weg. Die Hoe werden wir eh nicht mehr brauchen. So. Nächster Schritt. Ich baue hier ein bisschen um. Wir holen uns nämlich hier das Ding und tun das hier hin. Keine poisonous potato. Alter, wo ist meine Ranch jetzt hin, bitte? Da ist die Ranch. So. Hier kommen die Stromkabel. Die anderen Stromkabel. Muss jetzt irgendwie so legen, dass wir hier eventuell einen einigermaßen sinnvollen Output haben. Nee, so will ich das eigentlich nicht. Kann ich die hier nicht unten drunter irgendwie legen? Beißt sich wiederum mit den Logistikpipes, ne? Das ist jetzt schon ein kleines Problem. Okay. Gut, Problem. Warte. RIP-Inventar. Oh, shit. Das ist so viel Zeug. Lass uns den Output bitte stoppen. De facto. Ah, warte, wie habe ich denn das gemacht? Das habe ich doch hier dann in die Diamond Pipe geleitet gehabt, ne? So war das doch. Wo ist denn meine Modular Socket hin? Da oben ist die. Die kommt nach unten. Dementsprechend kann dann der Energy Input nach hinten, wo wir dann auch gleich die Kabel anhauen, und dann hier weitermachen. Das ist das Furnace Pattern. Der Output. Guck mal hier. Fehlt noch der Input. Wo auch immer der sich hingegurkt hat. Wo ist ein Item hinten? Oh, da oben ist er. Hi. Komm her. Ah, hoppala. Socket Remote. Das Ding ist, haben wir hier schon wieder eine 20-Minuten-Folge. Und, jo, original nichts gemacht. Außer ein Running System gechanged. So, und jetzt hier unten in Schwarz kommen rohe Kartoffeln. Simples Prinzip. Dann. Nächstes Ding, nach oben. Oder wo war denn der Item Output? Hier, ne? Auf der Seite. Jetzt kommen hier schon wieder nicht mehr rum, ne? Hier darf man nichts sein.
Sonst wird hier automatisch wieder gleich abgesaugt. Ah, nee, wird eh nicht, weil wir keinen Strom haben. Das wird da reingeleitet. Hier unten Output. Ah, geht ja auch nicht wegen. Ach. Weißt du was? Warum bin ich da eigentlich noch nicht früher drauf gekommen? Das geht eigentlich auch voll einfach. Das würde so viel jetzt gleich mal vereinfachen, wenn ich das so mache. So. Strom läuft. Dann als nächstes. Wo sind eigentlich die ganzen Coilpipes, die ich ja vorhin abgebaut habe, gerade eben noch? Dann kommen die nämlich in die Mitte rein und dann brenne ich das einfach mit blöden Fassaden. Von denen haben wir von irgendeiner I wahrscheinlich viel zu viel gemacht. Da kommt dann hier nach oben. Oben ist weiß. Kommen fertige Dingsen und die hier rein. Gut. Dann sollte das dann erstmal laufen. So far. Bis auf das Problem, dass wir hier die Logistikpipes runterlegen müssen und die sich hier nicht verbinden dürfen. Beziehungsweise anderes Konzept. Wären dann einfach ab hier die Bauart der Logistikpipes zu Stein. Dann haben wir das Problem nicht. Da können wir sogar noch mit offener Verkabelung leben, was ich eigentlich sehr cool finde. Denn mit Stein funktionieren Logistikpipes genauso gut wie normal. Wie mit Gold. Zwar nicht, ich glaube wahrscheinlich nicht so unbedingt gleich schnell, aber. Warte, das Glas brauche ich noch. Aber es funktioniert trotzdem. Und darum geht es ja hauptsächlich, dass es einfach nur geht. Wo ging es denn jetzt nochmal runter? Davon abgesehen sparen wir uns damit die Golden Pipes. Und sparen wir, wenn ich das richtig sehe, sogar hier die Fassade. Wenn der Cobblestone ist. Boah, ist ja ein Traum, da kann ich erst ja doch alles nebeneinander laufen lassen hier auch. Muss ich hier nicht mal nach unten gehen? Ja, doch muss ich. Jetzt habe ich wegen der Diamond Pipe ein Problem. Na gut, dann machen wir das jetzt erstmal hier so. Und hier wegen der Stone Pipe habe ich ein Problem. Wegen der Wooden Pipe meine ich. Gut, das machen wir dann erstmal hier so und das passt dann schon. Okay, und hier muss ich dann wieder noch unten ausweichen. Also eigentlich kann ich hier gleich alles unten bauen. Weil hier kommt man ja eh nicht mehr durch später. So. Perfekter Wartungsgang. Und jetzt brauchen wir nur noch ein kleines simples Tool. Und dafür ist es schon mal perfekt, dass hier. Wir meinen das jetzt hier am blödesten. Die Logistikpipe kann dann hier direkt nach oben. Das Zeug muss jetzt irgendwie darüber. Ich würde sagen, hinten rum so. Request, Request. Ich brauche so 10, 20 von denen hier bitte.
Danke sehr. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange das dauert, aber das sind schon die ersten. Geht jetzt nicht so ultimativ schnell, ich weiß. Ja, 12 reichen erstmal. 8 fehlen noch. Kommen auch irgendwann mal an. Kann man sich danach wundern, wieso hier 8 Pipes drin sind, ne? Aua. Silberfische sind mit dem Multitool schon echt auch hardcore doof. So, hier dann die Logistikpipes und jetzt ist. Wie macht man das jetzt hier am geschicktesten? Warte. Das kann man auch anders connecten. Was passiert, wenn ich die esse? Oh. Toll. Ich kriege keinen Schaden. Umwerfend. Dann hauen wir hier noch die Crafting Pipe dran. Warte, hier wird ja auch vor connected. An der Cobblepipe. Kann ich nicht irgendwo hinstellen, wo die Cobblestone Pipe nicht ist? In die Ecke oder so ähnlich. Ja, das kann ich eigentlich ganz simpel machen, indem ich die einfach. Oh. So, hochleite. Ändert effektiv nichts am Weg. Dann hier die Crafting Pipe. Und jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt kommt nämlich noch der letzte Configuration-Ding. Output 8 Fertilizer from 2 Appetite und einem Dingens. Das ist alles, wofür ich die beiden Sachen jetzt gebraucht habe. Wir haben jetzt oben in einem relativ schlechten Barrel noch Fertilizer zwischengelagert. Beziehungsweise wo es halt sein kann. Und jetzt halt ist eigentlich nur noch der nächste Schritt. Connecten. Alright. Hoppla. Ich muss natürlich noch das Crafting-Rezept einfügen. Ah, meine Röhren sind auch da. Jetzt kann man hier zum Beispiel hier. Machen wir jetzt hier Craft. Kann ich jetzt dann hier einstellen, wie viele man bitte craften soll. Aber ich bräuchte jetzt ein Appetite. Yep, und ein Sand. Ich meine, das muss ich danach unbedingt mal das Inventar meiner Baumfarm hier checken. Ah, wann ist es denn? Das ging erstaunlich schnell. Hopp. Hopp. Und da ist das Crafting-Rezept für Fertilizer. Woher kam jetzt hier dieser Stein hier unten hin? Der gerade durchgeflitzt ist, keine Ahnung. So, und nun sollte das eigentlich hinhauen. Ah, nee, warte, ich muss hier hinten noch, glaube ich, irgendwas umstellen. Dass die hier auch arbeiten. Und hier. Partial. Muss jetzt da drüben auch noch machen. Ich kapp die dafür noch mal kurz vom System. Ah. Lol. Jetzt sieht man hier, jetzt ist hier dort reingekommen. Sinnvollerweise von da drüben. Oder wie war das jetzt? Partial. So, hier sieht man auch schon den Output, den das hier liefert.
der jetzt hier gar nicht abgepumpt wird. Warte, da kann ich auch mal schnell die Wooden Pipe wieder hinsetzen, dass der wieder gepumpt wird. Das Zeug.